Recht herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Show Around Eagle Terrier. Ja, ich weiß, das häuft sich gerade ein bisschen und kommt gerade ein bisschen sehr oft. Sorry dafür, es ist eigentlich nur, dass ich gerade hier all meine Zeit verbringe und ich irgendwie auch deswegen nicht hinkriege, was anderes aufzunehmen. Ist ziemlich traurig, ich sehe es ein, aber ja. Und jetzt ist es gerade 20.18 Uhr und es sollte ja heute um 18 Uhr eigentlich ein Video kommen. Ja. Hätte auch noch fast funktioniert. Deswegen schaue ich jetzt, oder zeige ich jetzt mal ganz, ganz schnell und ganz, ganz kurz, was so geschehen ist. Ist nämlich was ziemlich Interessantes geschehen. Einmal, diese Mauer ist jetzt soweit, glaube ich, relativ fertig. Interessante Konversation im Chat gerade unter den Schweden. Ja, also ein bisschen Verzierung und sowas sind auch schon dran. Ich weiß nicht, wie viel Lars da dran auch bauen will oder nicht. Ja, in meinem Haus habe ich überhaupt nicht weitergearbeitet, leider. Aber hatte ich irgendwie keine Zeit dazu, weil ihr werdet gleich was sehen. Wo ich so sicherlich die letzte, seit der letzten Folge 5 bis 6 Stunden oder so dran gearbeitet habe. Man merkt es schon, ich habe schon eine Diamant-Hoe in der Hand. Ja, ich habe ein kleines Feld angelegt, also nicht meine einzige Dia-Haut, die ich jetzt bis jetzt so hatte. Es ist, glaube ich, schon meine vierte. Ja. Also ich habe so ein kleines Feld gebaut, das werde ich auch gleich nochmal abernten. Oh, hier ist gar nicht gepflanzt, oder? Oh, ah, scheiße. Weil das Problem an diesem Feld ist, nicht irgendwie, dass es zu groß ist. Oder so, sondern einfach, dass ich noch nicht genug Seeds hatte, um das alles anzubauen. Ja, dementsprechend ist hier unten noch einiges ziemlich leer. Ja, hier war auch eine Schlucht, die habe ich auch zugeterraformt und alles. Also da war wirklich viel Arbeit dahinter. Sieht man, glaube ich, auch. Also alleine das alles mal abzuernten, wird wahrscheinlich. Ich glaube, ich mache davon so eine Timelapse, wie ich das alles abernte und wieder anbaue. Dann kann ich das ja noch ins nächste Video mit reinpacken oder irgendwie mal extra hochladen noch. Weil das hat schon, also ich habe es jetzt schon einmal komplett abgeerntet heute Morgen. Aber da war das Ding noch nicht so groß, ne? Da war das vielleicht die Hälfte von dem, was es jetzt ist. Also das ist wirklich, so ein großes Feld habe ich noch nie gebaut. Das ist interessant, spannend und jetzt ist es kaputt. Ja, ich habe noch ein paar Pläne für das Feld allerdings. Das soll noch ein bisschen natürlicher werden, also nicht so alles randvoll mit hier so werden, sondern vielleicht so, dass es kleine Wege noch durchgibt, die halt die ganzen Treppen miteinander verbinden, würde jedenfalls Sinn machen. Hier habe ich auch mal so einen Baum, der stand auch nochmal freigelassen, den kann ich vielleicht auch mal hier so. Ja, da würde ich mir noch eine Bank drunter stellen oder sowas, kann ich mir auch was Cooles vorstellen schon. Also ja, basically ist das eigentlich das Einzige, was passiert ist. Mehr oder weniger. Ist aber auch was ganz schön ein dickes Ding gewesen, sag ich jetzt mal so, ne? Eine Sache kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen, und zwar sind das unsere Kiste mit den Heuballen, aber die ist eigentlich auch nicht so voll, wie man es jetzt erwarten würde vielleicht, weil ich es jetzt gar nicht mehr so oft abgeerntet habe. Aber da ist schon ein bisschen was zusammengekommen, kann man so sagen. Ich glaube, es waren jetzt 1, 2, 3, 4, knapp 5 Stacks Heu. Ja, ich kann euch nochmal ganz kurz meine Rüstung zeigen. Also da habe ich jetzt hier auf allen Sachen Mending drauf. Viel mehr habe ich da eigentlich auch nicht gemacht. Auf meinem Bogen ist doch Infinity drauf. Und ich arbeite jetzt gerade weiter noch an dem Buch für neues Schwert. Dass das mal, weil mein Schwert jetzt schon zu teuer ist fast, das bisschen kacke, dass da mal alles so teuer wird, dann steht dann irgendwann mal dran zu teuer und dann RIP, kannst du nichts mehr machen, ne? Also die muss ich noch so zusammenpacken. Dann hätte ich schon mal Sharpness 5, Unbreaking 2, nee, Sharpness 5, Knockback 2, Looting 3, dann damit noch Sweeping Edge 2, da brauche ich auch noch Sweeping Edge 3 und Fire Aspect 2 ist auch noch wichtig. Das habe ich auch noch mal Punch, wäre eigentlich ja für einen Bogen, ist ja quasi Rückstoß vom Bogen, glaube ich. Weiß nicht, ob ich damit noch was mache, aber eigentlich nicht. Ist auch eine interessante Kombi. Punch 2 und Ben of Arthropods 4. Okay. Ja, was gibt's sonst zu zeigen? Das kann ich mal wieder hier. Ich habe sehr viele Bücher enchanted. Es sind noch jetzt 1, 2, 3, 4,
5 Mending Beers noch übrig, super. Das heißt, dann das zukünftige Schwert kriegt natürlich noch Mending. Der Bogen kann leider keins mehr bekommen, weil da ist ja Infinity schon drauf. Aber ich finde, Infinity ist mir wichtiger als Mending auf dem Bogen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch schon letztes Mal gezeigt habe. Ich glaube, das habe ich schon gezeigt, ja. Und zwar, dass wir jetzt hier auch an die Nether angebunden sind, ordentlich. Aber eine Sache möchte ich dir noch kurz zeigen. So hat sich auch die Zombie-Farm noch ein wenig verändert. Die habe ich zwar jetzt nicht so umgebaut eigentlich, das hat ein anderer gemacht, aber möchte ich trotzdem mal zeigen. Und zwar hier, ja, ist eigentlich ziemlich praktisch, da kann man hier auf jeden Fall mal ganz gut enchanten eigentlich, da Zombies holen, enchanten, ein bisschen dabei chillen. Ist eigentlich eine ganz gute Sache. Wir können mal ganz kurz zum Spawn auch vorlaufen, weil das jetzt nicht ein so kurzes Video wird. Oh ne, eine Sache muss ich zeigen. Nicht der Spawn da ist nämlich uninteressant, hat sich nichts verändert. Aber die Base vom guten Nanyatso, die muss ich mal zeigen. Leider ist der Prank nicht mehr da, weil der wurde nämlich geprankt, da... Das ist ein Schwede, muss man dazu sagen. Und ein paar Typen haben da Nikea aus seiner Base gebaut. Die haben da halt mit Wolle außenrum Nikea Farbschema das außenrum alles vollgebaut und noch ein Ikea-Schriftzug dran geklatscht. Fand ich jetzt ziemlich witzig. Gott, ich hasse seine Base, ne? Es ist echt schlimm. Oh, da ist sogar noch was da. Immer so laut da drin. Also der Schriftzug ist noch übrig. Schön, sie sogar aus Gold gebaut. Ja, das ist jetzt seine Base, die ist... Eigentlich eine ganz schön gute Idee, finde ich echt ziemlich cool gemacht, aber so Sachen wie dieses Kuhloch und hier drüben ja noch so eine Villager-Party am Abgehen. Need to earn permission. Oh, Bottle of Enchanting. Ja, gut, ich nehme schon nicht seine Villager jetzt. Gut, das war es aber eigentlich auch schon soweit. Also hier war quasi außen am Zuckerrohr außen quasi hochgezogen. Einmal komplett Wolle außenrum. Muss auch ewig gedauert haben, das zu bauen, aber ja, fand ich schon witzig eigentlich. Und hat dadurch diesen kompletten Netherweg hier zu sich so umgebaut, Alter. Richtig crazy Dude einfach. Halt falsch rum. Nee. Doch richtig rum. So. Nur ein bisschen unsatisfying, dass der Weg hier eigentlich um eins verschoben ist. Gut, das Schild ist halt auch nicht mehr wirklich akkurat, fällt mir gerade so auf. Weil da drüben da ist halt echt ordentlich was am Abgehen. Einige Space da hinten. Da müsst ihr auch noch vorbei gucken, die muss ich mir auch nochmal anschauen. Jasmin Nygma. Mad Space, Zombie Farm, U-Town, Skelly Farm und die U-Town ist ja da auch noch. Also da geht's. Weil die, merkt man schon, die, ich glaube, sind die, wohnen ziemlich weit ab vom Schuss, aber er hat mal ein Bild in Discord geschickt. Die scheint da irgendwie so ein, im Wasser so eine Insel aufzubauen. Ähnlich wie Matt, nicht wie Matt, sondern wie Nanya, wo wir gerade waren. Nur halt ein bisschen übertrieben, ne? Alter, das hört ja echt nicht mehr auf. Wenn man schon so weit durch Nether rennen muss, dann ist echt... Oh, hi. Nether Fortress. Interessant. What the damn fuck. Ich freue mich da gleich wieder zurückzurennen. Das wird hier echt ordentlich was los. Heilige Scheiße. Da ein Sonnenportal. Was geht hier hinten lang? Alter, ich habe keine Ahnung. Die wohnt ja so weit ab vom Schuss, hätte ich ja fast ein Pferd noch mitnehmen müssen. Auch wenn das immer so eine kritische Sache ist im Nether. What the fuck bin ich hier gelandet? Alter. Wir sind jetzt halt schon mal ein bisschen weg. Okay,
Hier ist einfach so ein Schwein. Okay, da hinten geht's rein anscheinend. Ah, XP. Nice. Dann gucken wir doch gleich mal, wie es hier so aussieht. Die ist sogar gerade online, interessant. Oh, da will ich mir lieber nicht runterspringen. Ist jetzt noch nicht quite das. Oh Gott. Oh, das wäre es gewesen, mein erster Tod hier. Explor ist ja so gestorben heute, also Lars, der ist echt da die Schlucht neben dem EU-Turn runtergedroppt. Nur der hat eben kein Feather Falling und ich hätte Feather Falling. Alter, wäre ich jetzt gerade krepiert. Holy fuck. Sieht aber nicht so ganz nach einer Base hier aus, also ein bisschen. Ja, schon, aber. Vielleicht doch mal das andere Portal benutzen. Alter, der Schock sitzt tief, sage ich dazu nur. Puh. Ja. Jetzt fühle ich mich aber schon mal ein bisschen confident, um ehrlich zu sein, vor solchen Höhen, weil das habe ich ja einmal schon mal erlebt, quasi dort drunter. Das waren nur 2 Herzen Schaden, die ich bekommen habe. Come on, Alter. Wo ist denn da vorne? War da vorne gerade? Ich höre. Mal gucken, ob es das andere Portal hier vorne war, was ich eventuell gesehen habe oder nicht. Weil die wurde ja echt ab vom Schuss. As fuck. Was ist denn überhaupt ein Portal? Ich meine, kann man hier mal ein bisschen das Ganze upspeeden, ne? Die Torch sollte man einfach mal nicht aus der Hand nehmen. Mal gucken, ob das hier besser passt. Nein. Nicht um. Ich war hier, glaube ich, schon. Oder? Mir gerade auch nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Ich war mal an einer ähnlichen Stelle beim Erkunden mal. Aber. Hier ist zwar ein Haufen Wasser, aber sieht trotzdem nicht so danach aus. Interessante Spiegelung, weil ich hier in dem Baum stehe. Naja, ich würde mal sagen, ich muss euch jetzt nicht wieder den gesamten Weg mit zurück mitnehmen. Oder wir können mal kurz reden, schauen, vielleicht sehe ich hier noch was. Nee, da ist nix. Oder? Nee, dann noch irgendwie eine andere Insel. Aber ich da mal schnell hinschwimmen könnte, theoretisch. Aber ich glaube, das erspare ich uns jetzt einfach mal. Und aus diesem Grund würde ich jetzt auch schon mal hier sagen, mit diesem wunderschönen Meer und Baum und Sonnenuntergang oder Aufgang im Hintergrund, würde ich auch schon mal sagen, bis zur nächsten Folge, Leute, macht's gut, stay tuned, euer